Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Deus Ex Human Revolution. Wir werden den lieben Michelle Walters, die anscheinend etwas mit uns zu tun hat, unserer Vergangenheit, sie weiß zumindest etwas über unsere Vergangenheit, der werden wir mal einen Besuch abstatten. Alles Fry? Okay, Schatz? Bin ein bisschen zittrig, aber froh, dass wir von der Straße runter sind. Hey, yo. Alles okay, Mann? Ja. Bin ein bisschen zittrig, aber alles froh, cool. Dass wir von der Straße runter sind. Ist auch hier. Okay. In dem war das nicht hier? Oder zumindest war das hier in der Nähe. Da haben sie doch den guten Mr. Brand angegriffen. Bin mal gespannt. Ob hier sich irgendwelche bösen Typen rumschleichen. Nö, erstmal nicht. Das heißt ja nicht, dass es nicht so ist. Also gar nicht, ne? Kann ja durchaus sein, dass hier der ein oder andere Vollmongo ist. Aha. Bin ich ja mal gespannt. Haben Sie die Tür offen gelassen? Warten Sie. Sie sind nicht der Essensbote. Dafür sehen Sie viel zu gut aus. Nein, bin ich nicht. Mrs. Michelle Walters, richtig? Mein Name ist Adam Jensen. Nein, nein. Sie sind viel älter als er. Sie müssen von Essen auf Rädern sein. Und bitte, es heißt Miss Walters. Brand Redford schickt mich. Erinnern Sie sich an ihn? An den Detective? Ja, ein netter Mann. Er hat immer noch meine Fotos. Von Adam, als er ein Baby war. Oh, würden Sie sie mir bitte bringen? Ich weiß nämlich nicht mehr, wer sie hat. Moment. Ach so, stimmt, wir haben die Fotos, ja. Sind das die Fotos? Oh, ja, ja, danke. Ich habe Adam Jensen lange nicht mehr gesehen. Seit einer Ewigkeit. So ein glückliches Baby. Hm. War Beta, ne? Aber ich frage erstmal nach. Miss Walters, können Sie mir etwas über den Jungen auf diesen Fotos sagen? Der Junge auf diesen Fotos. Adam. Wirklich tragisch, die Sache mit seinen Eltern. Seinen leiblichen Eltern. Seinen leiblichen Eltern? Sie starben in diesem Feuer. Es war schrecklich. Ich war dort. Zum Glück waren die anderen Bettchen leer. Ich musste nur Adam retten. Mrs. Walters, Sie müssen sich konzentrieren. Wovon reden Sie da? Ach, ich habe doch schon alles diesem netten Detective erzählt. Über die Experimente. Und das Feuer bei White Helix Labs. Wir wussten, Adam ist etwas Besonderes. Deshalb haben seine Eltern das Feuer gelegt. Damit sie der nächsten Generation Babys nicht dasselbe antun. Meine... Adams Eltern wollten ihn also beschützen. Aber wovor? Na, vor der Verschwörung natürlich. Aber ich habe schon zu viel gesagt. Wären Sie jetzt so freundlich, mir mein Essen zu bringen? Miss Walters, bitte. Anscheinend nicht. Ich weiß, es ist lange her und es fällt Ihnen sicher schwer, sich an alles zu erinnern. Aber könnten Sie es bitte versuchen? Was haben Sie dem Detective gesagt? Nun, Mr. Redford und ich haben über viele Dinge gesprochen. Aber sind Sie nicht der Essensbote? Wo ist mein Abendessen? Ich hoffe, die ist auch Beta. Ich wüsste gerne mehr über den Jungen auf diesen Fotos. So ein höflicher und hübscher junger Mann. Ist mir ein Vergnügen, der Junge auf dem Foto. Adam. Jensen war nicht sein richtiger Nachname, wissen Sie. Aha. Den bekam er erst nach dem Feuer. Feuer? Bei White Helix Labs. Dort haben Adams leibliche Eltern gearbeitet. Ich glaube zumindest, dass sie seine Eltern waren. All die Babys. Die Gentherapie, die sie durchlaufen haben... Aber Adam, oh,
Adam war etwas Besonderes. Etwas Besonderes? Wieso? Er hat die Experimente überlebt. Er war einmalig. Und dann, als wir hörten, dass sie ihn benutzen wollten, um die nächste Generation Babys zu impfen... Warten Sie, was haben Sie mit den Babys gemacht? Ich erinnere mich nicht mehr. Ich war nur eine der Kinderschwestern. Aber Adams Eltern, sie haben das Feuer gelegt. Ja, das weiß ich noch. Sie baten mich, Adam zu verstecken, als sie das Feuer legten. Die Ärmsten konnten sich nicht mehr retten. Sie haben also White Helix Labs angezündet und mich bei Ihnen versteckt? Nein, nicht Sie, junger Mann. Adam Jensen. Zumindest glaube ich, dass er so hieß. Nun, ich gab ihn in die Obhut der Jensens. Sie waren ein so bezauberndes Paar. Miss Walters, meine Adams leibliche Eltern, wo waren Sie? Bitte? Wo waren wir gerade? Oh, wann bringen diese Leute von Essen auf Rädern endlich mein Abendessen? Miss Walters, bitte. Ich weiß, es ist lange her und es fällt Ihnen sicher schwer, sich an alles zu erinnern, aber könnten Sie es bitte versuchen? Was haben Sie dem Detective gesagt? Nun, Mr. Redford und ich haben über viele Dinge okay, gesprochen. Okay, ich glaube, mehr wird sie wohl nicht sagen. Aber sind Sie nicht Essensbote? Nein. Wo ist mein Abendessen? Danke für Ihre Geduld, Miss Walters. Oh, bevor ich es vergesse. Falls Sie Adam sehen, könnten Sie ihm das hier geben? Das ist für alle Geburtstage und Weihnachten, die ich verpasst habe. Ich habe es aufbewahrt. Ich werde es ihm geben. Danke, junger Mann. Er müsste inzwischen 12 oder 13 sein. Sehen Sie zu, dass er etwas Nettes bekommt. Die ist ein bisschen in der Vergangenheit stecken geblieben, die Gute, ne? Tja, traurig, sowas. Pritchard, ich brauche ein paar Sicherheitsleute für ein Apartment am Brooklyn Court, bis mir was Besseres einfällt. Die Frau heißt Walters, Michelle Walters. Sicherheitsleute? Was zum Teufel? Jensen, wer ist die Frau? Sie gehört zur Familie, aber sie ist angreifbar. Ich erkläre es Ihnen später. Tun Sie es einfach für mich, bitte. Und kein Wort zu Sarif. Kann ich Ihnen vertrauen, Pritchard? Um Himmels Willen, Jensen! Also gut, ich mach's. Aber Sie sollten dafür einen verdammt guten Grund haben. Den habe ich. Alles Weitere, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ich muss zurück an die Arbeit. Und, Pritchard, danke. Ja, ja. Ja, ja. Ziemlich interessant hier, was hier los, ey. Ist ja wie bei mir. Natürlich nicht, aber ein ziemlich kranker Scheiß, ey. Meine Güte. Okay. Auf jeden Fall hat er ein sehr krasses Immunsystem, wie es scheint. Sein Körper kann sich halt jeden Widrigkeiten irgendwie stellen oder whatever. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Moment. Ich bin hier auch noch nicht richtig, also ich müsste noch irgendwie höher. Ist aber da hinten, ne? Okay, das ist hier. Ist das hier? Ja, ne? Jupp. Okay, dann muss ich jetzt aber erstmal irgendwie hin. Na, dann wollen wir mal. Aber ziemlich kranker Scheiß, ohne Witz, ey. Da geht ja ziemlich viel ab in dem Spiel. Ist eigentlich so, die Hintergrundstory ist schon nicht schlecht mit der Augmentation und so. Was macht ihr denn hier? Schweine. Und so weiter und so fort. Ziemlich cool gemacht. Auch so das Spiel gefällt mir sehr gut. Knallt hier alle ab. Alle Scheiße. Weiter. Wie gesagt, so, ich kenne natürlich so nicht alles aus der kompletten Welt. Es gibt ja noch andere Spiele. Ja. Wobei das hier schon so ein bisschen davor, später davor, glaube ich, ne? Vor den anderen Teilen. Hast du die Tür auch ganz sicher zugemacht? Ja,
ja, natürlich. Denkst du, ich bin bescheuert? Darauf erwartest du jetzt nicht wirklich eine Antwort, oder? Ja. Okay, schön, dass ihr weggeht. Ich glaube, ich werde mich mal bewaffnen mit dieser Waffe. So, mein Freund. So viel dazu. Ups. Hallo Bruder, ich habe den alten Safe ersetzt. Ich habe dem Ding nicht getraut, schon gar nicht in dieser Gegend. Der neue Safe hat den Code 5463. Ich habe einen Tipp, bla bla, Arthur Jansen, Redford. Das haben wir aber schon alles gelesen. Ey. Okay. Mal kurz hier die Tür zu. Bin noch nicht ganz fertig. Ja, jetzt habe ich leider keine Pep-Munition mehr. Hier ist aber auch nicht weiter, der legt mich am Arsch. Aha. Zack, Junge. So nicht, ne? Falsch. So. Na, dann machen wir auf. The shit. Credits, Credits. Splittermin haben wir hier auch. Ja, ja. So. Trotzdem muss ich irgendwie jetzt hier hin. Das heißt, ich muss hier wieder raus, ne? Na dann. Wollen wir mal. Ach, guck mal, die sind gechillt da unten. Das finde ich ja super. Okay, aber warum soll ich jetzt runter dafür? Das verstehe ich nicht so ganz. Oder habe ich irgendwas graviert? Jetzt aber jemand eilig. What? Hä? Ach, haben die meine hier. Oh, warte mal, kann ich rein theoretisch das Ding. Ach, jetzt habe ich natürlich keine Energie mehr. Fuck. Ich würde gerne. Gibt's hier irgendwo? Ich kann nicht umsonst hier hin, ey, guck mal. Aha. Nice. Richard, offenbar hat Sandoval sowas wie einen Geheimbunker. Ich werde ihn rausholen. Hoffentlich ist er noch da. Voll geil, ey. Ich hätte auch so gern. auch gern sowas in meiner Wohnung. Da hat's jemand eilig. Scheiße. Geh weg. Adam. Jensson. Ach nee, eigentlich nur Jensen. Hey! Hey! Du solltest jetzt besser rauskommen. Nein! Bist du schon wieder high? Falls hier einer reinkommen sollte, muss ja auf alles vorbereitet sein. Ja. That's it, my friend. That's it. Ist alles nur Einbildung. So, gehen wir mal in den Tarnmodus. Ach, guck mal, jetzt sitzt er da schon gechillt. Oh, der kommt wieder. Okay, wie mache ich das jetzt am besten, ey? Ohne Spaß, ich weiß es nicht. Geh weg da. Störst ein bisschen gerade da unten. Jo, ist da jemand? Was zur Hölle ist das? Na los, steck mal so. Okay, so viel dazu, ich mach sneaky. Bäm, Junge, mit dem Revolver in die Fresse.
Ja, es war ja nicht so eigentlich geplant, muss ich sagen, aber naja. Was soll's, ne? Was soll's. Oh, hier. Woo! Na, wer weiß, vielleicht. Der hat mich jetzt schon wieder gesehen. Da ich hätte mich bestimmt hier auch voll reinschleichen können, voll geil und so. Was ist das hier? Schrott! Schrott-Munition! Standardgewehr habe ich nicht, so das... Oh, da lag doch was? Nein, da lag doch nichts. Aha. Na gut, ich gehe mal hier runter. Ich hoffe, hier ist jetzt keiner. Okay, zack. Mach ihn fertig. Okay, und wenn er zurückkommt, reißen wir seinen Arsch. Laser. Laser ist blöd. Okay. Holen wir ihn uns jetzt, oder was? Jo, er ist schnell, Mann! Jo, er ist schnell, Mann! That's it, my friend! Boah, voll daneben geschossen, aber hier Headshot! Es tut mir so wahnsinnig leid! Wenig Munition, kein Problem! Also ich hab doch noch genug Muni am Start, Bro! Alles cool, Bro! Oh fuck. Jetzt habe ich alle getötet, ey. Toll. Na super. Eine Regierung hat schon wieder den verdammten Laser ausgelöst. Das Ding ist kein Spielzeug, hier ist der Code mit dem Pferd aktivieren. Bla bla bla. Okay. 8218. Sehr schön. Ups. Ich hätte auch hier durchgehen können. Ja, das wusste ich natürlich jetzt nicht. Mir werden aber auch immer wieder Informationen einfach mal so vorenthalten, ja? Anstatt, ja, dass mir einfach gesagt wird, Junge, pass auf, du kannst das auch alles umgehen, nö. So, zack. Inaktiv, zurück. Gibt's hier aber immer noch Leute bestimmt. Das werden ja nicht alle gewesen sein, die hier jetzt. Okay, die sind doch auf der Seite. Ich hoffe, das geht jetzt nicht hoch. So viel dazu. Warum geht das denn hoch? Ich bin nur noch 35 Meter weit weg, ey. Das ist ja unglaublich. Diese ganze Cheaterei hier. Mann, 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 Mann. Boah, dein Ernst? Okay, wenn der jetzt nämlich gleich weg ist. So, geh da durch. Zack, zack. Jetzt ist natürlich das Problem, ich muss es auf die hier warten. Nee, muss ich gar nicht. So. Okay, jetzt müsste ich auf den mal aufpassen. Der kommt aber bestimmt irgendwann zurück. Jetzt laufe ich da natürlich nicht hin. Ich glaube, das wäre nicht so klug. Ja, wobei, der steht die ganze Zeit da. Komm schon! Ich bleib jetzt hier so lange stehen, bis ich genug Energie habe, ohne Spaß. Komm schon, brauche ich eine so eine komplette Batterie oder was? Ich könnte ihn jetzt voll in sein Arschloch schießen. Aber wir bleiben einfach eine halbe Stunde hinter ihm stehen und dann geht's erst los, ne? Die sind auch aus, okay. Okay,
Okay. Habe ich hier vielleicht irgendwas zum Werfen? Nö, habe ich leider nicht. Das ist doch scheiße. So, ja, ihr braucht Unterstützung, ey. Hilfe braucht ihr. Ich bin durch. Deshalb ermahne ich alle meine Mitarbeiter, alle Männer und Frauen, die der wahren Botschaft der Humanitätsfront dienen, dasselbe zu tun. ISS, wenn du das hier siehst, ich flehe dich an. Lass nicht zu, dass falscher Zorn alles zerstört, wofür wir gekämpft haben. Das war's. Er weiß, dass ich nicht umkehren kann. Alle wissen es, Sandoval. Sie können nicht leugnen, was Sie getan haben. Was ich getan habe, Mr. Jensen? Ich habe jahrelang Leute mit verpfuschten Augmentierungen und implantatbedingten Organabstoßungen wieder zusammengeflickt. Und jetzt werde ich wegen Bills Verrat nie mehr als Arzt praktizieren. Wollen Sie wirklich jemandem helfen? Dann sagen Sie mir, wo Seraphs Wissenschaftler sind. Ich wünschte, das könnte ich, Mr. Jensen. Aber nach der gescheiterten Entfernung Ihrer GPLs war ich aus der Sache raus. Sie haben versagt. Ich war offensichtlich nicht gut genug, um David Seraphs Rückversicherungen zu umgehen. Soweit ich weiß, senden diese kleinen Implantate auf einer Frequenz, die so tief ist, dass Ihre Netzwerkexperten sie nicht suchen würden. Sie haben die Frequenzen geändert. Sie haben Ihre Antworten, Mr. Jensen. Und ich habe meine verloren. Die Gerichte werden mich verurteilen, aber ich muss mich vor einem höheren Gericht verantworten. Okay, was? Jetzt muss ich dafür sorgen, dass er sich nicht tötet. Wie wäre es, wenn ich diese Waffe mitnehme, wenn ich gehe? Sie haben alles, weswegen Sie gekommen sind. Bitte, gehen Sie einfach. Es wäre mir lieber, wenn Sie keinen Selbstmord begehen. Aber nur, weil Sie keine Ahnung haben, welche Qualen ich ertragen musste. Die Schuld, die Scham. Mir wurde gesagt, die Wissenschaftler würden dazu dienen, eine friedliche Lösung der Augmentierungskrise zu finden. Stattdessen war ich an Entführung und Mord beteiligt. Mein Leben war in jener Nacht zu Ende. Es ist Zeit für mich zu gehen. Denken Sie nach. Haben Sie es wirklich so eilig, vors oberste Gericht zu treten? Wenigstens gibt es vor Gott keine Lügen. Haben Sie diese widerwärtige Pressekonferenz gesehen? William Taggart hätte mir fast auch noch Terrorismus vorgeworfen. Er hat behauptet, dass alle Gewaltakte, die im Namen unserer Sache verübt wurden, ein Ergebnis meines Einflusses gewesen seien. Dann sollten Sie lange genug am Leben bleiben, um Ihre Seite der Geschichte zu erzählen. Er weiß bereits, dass es nicht wahr ist. Ich habe dem Mann vertraut, ihm jahrelang loyal gedient und er hat mich hintergangen. Er hat meine Freiheit und meinen guten Namen geopfert, um den Ruf seiner Organisation zu retten. Es ist sinnlos, ihn zu bekämpfen. Er würde doch nur wieder alles verdrehen. Wenn ich sterbe, kann er mich wenigstens nicht mehr benutzen. Dann erzählen Sie Ihre Version der Geschichte der Presse. Schwören Sie über Ihren Prozess, dass Sie ein besserer Mensch sind als er. Überzeugen Sie die Leute. Hören Sie, ich verstehe Ihre Lage besser als Sie glauben. Macht Opfer die unteren Chargen, um sich zu selbst zu retten, aber gebe ihm ein Wort, Sie können das durchstehen. Und das ist also Ihr Plan, hinlegen und sterben, damit man Sie nicht mehr benutzen kann. Das ist Unsinn. Sie müssen dem entgegentreten, was kommt. Ich würde ja mitfühlen, inspirieren vielleicht. Man muss das Gute inspirieren. Geben Sie es auf, Mr. Jensen. Halt's Maul, ich bin gerade am Überlegen. Meine Fresse. Dann erzählen Sie der Presse Ihre Version der Geschichte. Schwören Sie bei Ihrem Prozess, dass Sie ein besserer Mensch sind als er. Sie wollen eine friedliche Lösung der Augmentierungskrise. Jede Kamera des Landes wird auf Sie gerichtet sein. Nutzen Sie das zu Ihrem Vorteil. Überzeugen Sie die Leute. Bill Taggart beherrscht bereits die öffentliche Meinung. Sie können mich motivieren, so viel Sie wollen, Mr. Jensen. Das ändert nichts an den Fakten. Okay, das war anscheinend das Falsche. Die Medizin reichte mir nicht. Und die Humanitätsfront auch nicht. Weil ich immer noch täglich Menschen leiden sah. Ich wusste, es war Wahnsinn, den Plan mit der Entführung weiter zu verfolgen. Ich wusste es. Aber ich musste etwas unternehmen. Andere können vielleicht mit dem Leid der Menschen um sich herum leben. Aber für mich ist das keine Lösung. Okay, noch ist er nicht alles verloren. Ich glaube, er ist ein Omega-Typ, ne? So.
Sagen Sie mal, was sollen Ihre Kinder eigentlich aus Ihrem Selbstmord lernen? Es wird für Sie schlimm genug sein, dass Sie ein Verbrecher sind. Aber wollen Sie, dass aus Ihnen Versager werden? Wenn Sie sich jetzt selbst töten, sagen Sie ihnen damit, dass es okay ist, den einfachsten Weg zu gehen. Ich weiß, dass Sie das nicht wollen. Also legen Sie die Waffe weg. Leben Sie ihnen vor, dass Sie möchten, dass aus Ihnen Kämpfer werden. Sie Mistkerl! Meine Familie gegen mich zu benutzen. Ich verdiene den Tod, verstehen Sie? Ich habe ihn mir verdient. Verdammt! Aber ich kann nicht zulassen, dass Sie meine Fehler wiederholen. Das kann ich nicht. Nehmen Sie die Waffe. Um ihretwillen. Pritchard, hören Sie. Die GPLs senden noch. Sandoval hat sie auf eine niedrigere Frequenz umgestellt. Aber selbst wenn sie noch senden, können sie überall auf der Welt sein. Ich habe nicht die nötige Ausrüstung, um sie aufzuspüren. Das ist unsere einzige Spur, Pritchard. Sie müssen etwas unternehmen. Ich weiß. Hören Sie. Der Straßenzugang ist wegen des Aufstands immer noch blockiert. Gehen Sie zurück in Ihr Apartment, dann fliegt Malik Sie rüber. Bis Sie eintreffen, ist mir bestimmt schon was eingefallen. Alles klar, das tun wir. Aber an der Stelle beende ich erstmal die Folge. Das war jetzt auch wieder hier länger als gedacht. Meine Güte. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Haut rein, Leute.